Hallo, herzlich willkommen. Wollte ich schon gar nicht sagen. Ist egal. Im letzten Video haben wir uns angesehen, wie geile Produkte man kaufen kann für Party, Hochzeit, Dekoartikel. Ist super gut angekommen. Wer das Video nicht gesehen hat, verlinken wir euch nochmal. Schaut euch das unbedingt an. Was wir jetzt hier haben, ist die größte Temu-Bestellung, die wir jemals hatten. Ja, ganz genau. Denn nachdem wir schon so erfolgreich so viele Temu-Videos gemacht haben, hat sich genau der bei uns gemeldet. Richtig. Temu hat gesagt, wir finden eure Videos klasse, tollen Content, den ihr da produziert. Und als Belohnung durften wir für 150 Euro bei Temu bestellen. Ja, richtig. Wir durften uns kostenlos diese Produkte aussuchen. Deswegen lieben Dank nochmal an Temu für dieses Sponsoring. Wir haben versucht, von den Artikeln, die wir uns da aussuchen konnten, also das läuft dann folgendermaßen ab. Du kannst dir nicht alles aussuchen, was es bei Temu gibt, sondern du bekommst eine Bestell-Einkaufseite dargestellt von Temu und kannst dir davon, ich habe keine Ahnung, es sind auch ein paar hundert Artikel, aber du kommst halt nicht auf alles drauf. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich die geilsten Artikel rausgesucht, die in dieser Kooperation möglich waren und kamen am Ende auf einen Gesamtpreis von 140 Euro ein paar zerquetschte. Den Rest haben wir Temu geschenkt, weil die Artikel, die dann noch über waren, hätten für uns keinen Wert gehabt, euch die zu zeigen, weil die einfach keinen großen Sinn gemacht haben. Deswegen starten wir los mit dem riesen Temu-Unboxing der Kooperation mit unserem China-Shop Nummer 1. Los geht's! Und Teddy. So, Bella startet direkt rein und zwar damit. Was verbirgt sich in diesem Karton und warum hat Temu uns einen Karton geschickt? Da bleibt ein riesen Fragezeichen, wissen wir nicht. Fakt ist, die Bella zeigt uns jetzt, was sich in diesem Karton befindet. Und spätestens dann werden wir sehen oder vermuten können, warum das diesmal nicht im besagten, bekannten Plastiktütchen gekommen ist. Oh. Ja. Das sind die Weißerchen. Bella gibt wieder richtig Gas. Wir helfen mal ein bisschen. Ne? So. Also, das ist alles, was da drin gewesen ist. Und ihr seht schon, die werden wahrscheinlich das nicht im Tütchen verpackt haben, weil, das weiß die Bella nicht, ich habe das schon mal reingeguckt, da war noch eine Umverpackung drin mit Flusterfolie. Das sind ebenfalls nochmal für Party oder in dem Fall für unsere Hochzeit Weingläser. Weil wir wollten auch ein paar Weingläser haben. Zack, das ist das Weinglas Teil 1. Und dann gibt es noch das Weinglas Teil 2. So, kennt ihr wahrscheinlich, oder? Da hast du einmal den Boden, genau. Hast du einmal das Oberteil und dann steckst du das Ganze hier zusammen. Zack. Und dann hast du ein wunderschönes Weingläschen. Das Ding ist hier auch wieder aus diesem, ich verblende euch unten, wie das heißt. Ich vergesse immer, wie das Plastik heißt. Fakt ist, das ist nicht so ein Ding, was direkt kaputt geht. Ja, das ist auch hier, das kannst du auch mal fallen lassen. Das ist super, das hat man im letzten Video schon erwähnt. Es macht einfach keinen Sinn, wenn man sich irgendwelche Gläschen aus Plastik kauft, die beim ersten kleinen Anfassen oder Runterfallen direkt kaputt gehen. Deswegen haben wir geguckt, dass wir Sachen finden, die auch wirklich Spaß machen und die dann halt auch mal angefasst werden können und runterfallen, ohne dass es kaputt geht. Und es ist ja wesentlich schöner, wenn man seinen Wein, Sekt etc. aus diesem Gläschen trinkt. Richtig? Ja. Von daher, hier hat Bella auch wieder 50 Stück bestellt. Preis blenden wir euch jetzt hier unten ein. Und wie gesagt, ich vermute, dass aus dem Grund, dass das, wenn der Postbote mal schlechte Laune dann wieder fallen lässt, dass daran wirklich nicht kaputt geht. Das war also wirklich hervorragend eingepackt. Und wie ich schon vorher geguckt habe, ich lasse das noch eingepackt, weil wir brauchen das ja noch. Hier ist nichts kaputt gegangen. Hier ist weder ein Sprung noch sonst irgendwie was. Das ist also alles großes Kino. Mega. Und für die, die sich jetzt fragen, ja gut, das Plastikgläser, warum haben die das jetzt bestellt? Richtig, dazu müsst ihr euch das Video angucken für Partyartikel, Gadgets und Hochzeit. Dann wisst ihr Bescheid, was das damit auf sich hat. Kommen wir zum nächsten Paket. Teddy, los, ab geht's. Klar, wir fangen mit dem Kleinen an und arbeiten uns dann langsam groß, weil wir haben ja noch so ein großes. Ich freue mich sehr. Ich freue mich. Wir haben... An alle Männer. Boah. Einige von euch haben uns in die Kommentare geschrieben, ihr hättet voll Bock, mal ein separates Werkzeugvideo zu sehen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch schon angefangen, in diese Riesenbestellung von Temu das ein oder andere Gadget mit reinzupacken, das euch Männer ebenfalls auch interessieren könnte. Im Anschluss daran wird es noch ein großes Werkzeugvideo geben, wo wir die einzelnen Werkzeuge nochmal vorstellen, wie gut die funktionieren. Heute fokussieren wir uns darauf, dass wir uns die geilen Sachen angucken, die wir bestellt haben. In diesem Falle hat die Bella hier die super Arbeitslampe gezogen, wobei auch für die Frauen unter euch oder an die Hunde-Gassigänger, ne? Die muss ja gar nicht nur alleine für die Werkstatt sein, ja? Du hast hier eine riesen fette Lampe, zack. Das Licht ärgert mich, ist richtig. Du hast hier eine riesen fette Lampe, die soll ultra hell sein, USB V5. Die war, glaube ich, mit Akku, oder?
Ich mein, das Ding war mit Akku. Muss mal eben selber gucken. Ja, die hat ja hier ein Ladekabel. Die hat ein Ladekabel, genau. Die war nämlich mit Akku. Da hat sie eine Ladebuchse. Ist noch der Mikrostecker. Ist kein C, ist ein Mikrostecker. Gut. Muss nicht immer was heißen. Wie gesagt, nicht alle haben sich immer darauf eingelassen, direkt das Neueste zu haben. Und wie wir hier gerade feststellen, ist sie noch nicht geladen. Das machen wir jetzt mal. So, wir packen unsere Taschenlampe jetzt mal hier in den Stromstecker rein. Und dann haben wir hier eine ganz tolle Anzeige. Und zwar, da sehen wir den Status, wie voll die Taschenlampe ist. Gut, während die Taschenlampe lädt, schauen wir uns den nächsten Artikel an. Bellazzi, den nächsten Artikel. Bellazzi, das weiß ich nicht. Warum weißt du das nicht? Ich möchte es nicht wissen. Naja, wie kann man nicht wissen, was das ist, wenn das eine weiße Verpackung ist? Das ist richtig. Also du bist entschuldigt. Wie soll man das auch wissen? Ja. Schauen wir mal, was das ist. Oh! Es geht direkt weiter und zwar mit einer Solargartenleuchte mit Bewegungsmelder. Das ist richtig. So, hier haben wir einmal das Solarpanel. Da können wir einmal die Schutzscheibe abziehen. Zack, finde ich schon mal super, da geschützt ist. Und dann befinden sich hier unten drei große, ich habe vergessen, wie die heißen. Die heißen nicht LED, die heißen SM. Ich blende euch das hier nochmal ein, wie das heißt. Genau, da haben wir hier unten drei. Und zwar mit einer Lupe. Ich zeige euch das mal kurz aus der Nähe. Guck mal hier. Da ist also richtig, ja, das soll angeblich richtig schön die Wand hoch und runter strahlen und so aussehen, wie ich euch hier jetzt mal eben zeige. Auf der Rückseite haben wir dann hier einen wasserdichten An- und Ausschalter. Da geht das Lichtchen jetzt an. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, da geht das Lichtchen jetzt an. Auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite. So, also das ganze Ding wird mit Solarlicht aufgeladen, automatisch. Ihr seht hier hinten die Aufhängung, die wir haben. Wir haben ansonsten keine Möglichkeit zum Laden oder Batterien. Also das Ding läuft komplett über Solarlicht. Hier hinten an Ausschalter, wie gesagt, ich mache den jetzt an. Da haben wir jetzt das Licht. Und wenn wir das jetzt hier positionieren an die Wand, dann haben wir ein Licht, das nach oben scheint und nach unten scheint. Und, seht ihr das? Da ist ein Bewegungsmelder mit drin. Bedeutet, je dunkler das hier wird, umso heller wird das Licht. Wenn ich hier meine Hand vor dem Solarpanel halte, wird das Licht gleich heller. So, und das soll einfach so ein Ambientelicht sein, logischerweise, weil man sich irgendwo, naja, kann man sich natürlich auch in der Wohnung überall hinhängen. Ja, ist ja eine schöne Sache. Wenn ich das Licht jetzt mal ganz lösche, gucken wir uns nochmal an, wie das aussieht. So, jetzt haben wir mal ein bisschen dunkler gemacht. Da kann man ein bisschen besser sehen. Zack. Und jetzt verändert sich hier die Helligkeit nicht mehr. In dem Fall, so wie die jetzt aufgeladen ist, ist das die hellste Stufe, die man dann erreichen kann. Ihr seht ja, wenn ich jetzt hier meine Hand vorhalte, passiert nichts mehr. Das heißt, so funktioniert die ganze Lampe. So, hier auch noch einmal, damit ihr sehen könnt, habe ich das jetzt einfach mal an der Haustür platziert. Ihr seht also oben den Streukreis genauso wie unten auf dem Boden. Das ist wirklich schön. Also das ist völlig ausreichend dafür, der Flur hier ist jetzt komplett dunkel, völlig ausreichend dafür, dass man wirklich sehen kann, entweder wo man langläuft und wenn man da unten jetzt ein schönes Rosenbeet hat oder wie auch immer, dann wird das wirklich toll ausgestrahlt. Ist also heller, als ich gedacht hätte und gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Selbstverständlich könnte man das Ding auch hier, ne, horizontal anbringen, nach rechts und links. Fakt ist auch hier wieder, ich weiß nicht wirklich, wie voll der Akku ist, da der ja über Sonnenlicht eingespeist wird und wir das Ding gerade frisch ausgepackt haben. Aber wir sehen hier auf beiden Seiten, dass der wirklich schön ausleuchtet und ausstrahlt. Und mir gefällt das Ding wirklich super. So, mal ohne Flachs. Also gerade eben an der Wand, als die Bella gefilmt hat, habe ich gedacht, naja, okay, ne, geht so. Aber klar, wenn du hier das Licht und alles an hast, dann wird er natürlich immens gedämmt. Als wir uns gerade den Flur angesehen haben, muss ich echt sagen, war ich wirklich begeistert. Das Streulicht war großartig. Und die Geschichte ist ja schließlich auch dafür da, dass wenn es dunkel ist, dass ich minimal was sehen kann. Von minimal muss ich jetzt sagen, nee, fand ich gar nicht. Ich fand den Streukreis wirklich große Klasse. Die Lupen, die hier verarbeitet haben, tun absolut ihren Zweck. Egal, ob wir das Ding jetzt horizontal oder vertikal angebracht haben. Astrein, ihr habt einmal hier noch einen doppelseitigen Kleber. Was bedeutet, ihr könnt euch dann natürlich auch im, ich habe keine Ahnung, ne, was ihr wollt, Badezimmer hin oder her, könnt ihr euch dann einmal mit dem Kleber andringen. Und auch mit dabei ist direkt ein kleines Schraubenset. Wir waren der Meinung, dass wir euch das nochmal sagen wollten. Wie gesagt, Batterie etc. gibt es hier nicht. Das Ding wird komplett nur über Solarlicht eingespeist. Großartig. Yippie, wir machen weiter. Und die Bella zieht. Oh. Oh, eine Rose Diamond Table Lamp. Ja. USB. Ist richtig. So, für einen Zuschauer ganz speziell, ne, Moppelchen, wenn du das jetzt hier siehst, die Lampe wolltest du gerne haben, da wir dir keinen Scheiß besorgen wollten, haben wir die mal direkt mit dabei genommen und wollen jetzt einmal gucken,
Ob das was für dich ist, für uns ist das auf jeden Fall was. Denn da ist nicht nur ein Ladekabel mit dabei, da ist nicht nur eine Fernbedienung mit dabei. Das Ding ist auch gar nicht mal so klein. Guckt euch das mal an. Also das misst ja locker hier 18, 20 cm. Ist wirklich kristallklar. Also auch hier muss ich sagen, wenn man manchmal denkt, nö, wird man hier beschenkt. Das funkelt doch wirklich, als wäre das aus einem Diamanten geschliffen worden. Wir haben hier unten einen klaren Boden. Wir haben hier unten einen An- und Ausknopf und guck mal da. Das Ding ist mit Touch. Nein, doch. Ja, ist es denn? Guckt euch das mal an. Wir haben hier also verschiedene Modis. Zack. Die sieht voll schön aus. Zack. Stell die mal hier auf den Tisch. Zack. Zack. Ja, ich will einmal, weil das Bild wird nämlich dann dunkler. So können die Zuschauer jetzt besser sehen, welche Farben wir hier wirklich haben. Wegen dem Fokus. Und das ist ja wohl wirklich der Knaller. Das ist doch wohl, oder? Ist das nicht der Knaller? Jetzt wird nämlich die, ne, seht ihr das? Jetzt sieht man nämlich ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz ja, stellen wir das Ding jetzt mal hier hin. Wie man das sieht. Und jetzt gucken wir, was hier passiert. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Da geht's ab. Ganz genau. Wir müssen mal hier einmal ganz kurz nochmal die Lampe ausmachen. So. Oh. Wir sehen nämlich hier dieses wunderschöne Rosenbild. Oh, guck mal. Ja, das sieht ja also wirklich bombastisch aus. Und wenn wir jetzt hier die Farben nochmal wechseln, da kann man natürlich richtig mit angeben, ne? Jetzt stellen wir das ganze Ding auch noch einmal hier vor der Wand, weil wir einmal, ah, da guck mal, da ist ja auch der Wechsel mit drin. Super. Wenn wir das nämlich hier vor der Wand stellen, da kann man auch ganz schön sehen, dass sich natürlich ein bisschen das ganze Bild auf der Wand widerspiegelt. Je nachdem, wie weit man das dann wegstellt oder positioniert, strahlt das natürlich in alle Richtungen. Das sieht also wirklich super aus. Wirklich großartig, oder? Jetzt mal ernsthaft. Das Ding hat eine Touchfunktion. Das Ding hat ein Ladekabel, hat einen integrierten Akku. Du hast die Fernbedienung mit dabei. Wir haben gerade noch gesehen, unter dem klaren Boden hast du genau hier USB-C. Ja, da USB-C. Wir sind also auch ganz modern, nicht mehr auf Mikrostecker unterwegs, sondern schon topmodern auf Micro-C-Stecker. Ich finde das Ding großartig. Das sieht wirklich wundervoll aus. Du hast so viele Modis, die du einstellen kannst. Das ist bombastisch. Ich freue mich schon sehr, wo das Ding bei uns landen wird. Da darf natürlich die Hausherrin entscheiden, selbsterklärend. Hast du gesagt, 16 Farben? Ich habe hier eine Menge Spaß. Die Bella wollte noch sagen, das Ding hat 16 Farben. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade die Farben ausprobiert. Ihr hättet die auch mal zählen können, ne? Man muss euch ja nicht alles in den Mund reinlegen, ist auch richtig. Das Einzige, was er natürlich machen muss, ist, wenn er das Ding ausmachen will. Ne, warte mal, das ist doch bestimmt so eine Funktion, wenn du lange drückst, ne? Ha! Siehst du, wollte doch sagen. Kann nicht sein, als wenn die Chinesen doof wären. Also, willst du das Ding ausmachen, nachdem du irgendwo eine Lampe hast, dann brauchst du nicht alle 16 Farben durchgehen, sondern hältst einmal die Hand drauf und das Ding sagt gute Nacht und tschüss. Großartig. Also, auch Moppel weiß jetzt Bescheid, hast das Ding gesehen. Wenn es dir gefällt, kannst du bei Temu bestellen. Das ist wirklich großartig. Das hier ist unsere. Mega! Also, geil. Preis, wie gesagt, wisst ihr ja, ne? Blenden wir jetzt hier nochmal ein. Für das kleine Geld, schöne Sache. Vor allem auch für auf dem Garten. Auf dem Gartentisch. Leute, der Sommer fängt wieder an, muss ich nur einmal ganz kurz sagen. Ja, ja. Das Ding auf dem Gartentisch, bombastisch. Super! Absolut mega. Teddy, was sagst du? Richtig. Teddy ist auch begeistert. Oh yeah. Teddy ist mega begeistert. Jetzt kommt deins. Ja, eigentlich haben sich die Männer gewünscht, wie gesagt. Ach so, ja, okay. Ja. Weil, wo wir gerade schon bei Sommer waren, mit Gartenleuchte auf den Gartentisch stellen und hin und her, kommen wir nämlich jetzt dazu. Wir müssen alle unsere Autos wieder sommertauglich hinbekommen und dazu müssen wir selbstverständlich auch mal ein bisschen rumsaugen. Dazu fahren wir an die Tankstelle und hin und her, bis wir alle selber gehen, an die Sauganlage, aber vielleicht willst du das auch mal zu Hause machen. Vielleicht hast du nur einen kleinen Krümmel und vielleicht willst du dafür nicht jedes Mal aus dem Keller irgendein Stromkabel nach draußen legen, um das Ganze dann da zu machen. Dafür gibt es den Vakuum-Staubsauger von... Dazu gibt es den Vakuum-Staubsauger. Das ganze Moped sieht so aus und kommt einmal mit dem Staubsauger, einer Verlängerung und einem kleinen Bürstchen. Gibt es in der Schwarzversion, gibt es in der Weißversion. Ich weiß gar nicht mehr, für welche wir uns da entschieden haben. Ich glaube auch, weil wenn ich immer mit meinen Footfingern, wenn ich am Auto gewesen bin, irgendwas anpacke, dann sieht so ein weißes Ding natürlich nicht mehr schön aus. Sollten bei euch die Frauen der Autosauger und weiß schöner finden, richtig, könnt ihr natürlich auch weiß nehmen. Tatsächlich hat Bella wieder recht gehabt. Wir haben uns hier für schwarz entschieden. Und Leute, auch hier muss man mal wieder sagen, guckt euch das bitte mal an. Das ist ja hier in diesem, wo auch die Beamer eingepackt werden. Das ist ja hier, glaube ich, irgendeine antistatische Tüte oder was. Ne? Das ist ja hier eine spezielle Tüte. Schreibt mir mal runter in die Kommentare, wer das weiß, dann weiß ich Bescheid. Das wollte ich euch zeigen. Guck mal hier. Sowohl der Knopf als auch hier hinten der C-Stecker, auch hier haben wir wieder einen USB-C-Stecker, ist komplett hier eingepackt, damit da nichts passieren kann oder Feuchtigkeit rankommt oder wie auch immer. Finde ich großartig. Auch so sieht das Ding super aus. Wir haben hier so einen
ein angedeutetes, leicht verchromtes Finish, ebenso hier hinten bei der Saugturbine. Sieht also auch wunderschön aus. Und hier vorne ganz normal den Aufsatz, wo wir gleich die Ansatzklamöttelchen dran klöppeln. So, zur Hilfe kommt unser wundervolles China Victorinox. Haben wir auch in einem Video vorgestellt. Wer das interessiert, guckt sich das Video nochmal an. Zack. Mit der schnellen Klinge. Legen wir das nochmal hier an die Seite. So. Was haben wir hier? Ach, ja, ist es denn? Leute, ich flipp aus. Guck mal hier. Das ist gar nicht der Knopf. Ich habe gedacht, das ist der Knopf. Freunde, hier ist nochmal so Chromnüppelkes. Die haben tatsächlich hier nochmal einen Schutz draufgelegt, dass das Ding nicht verkratzt. Hör mal, das hast du ja bei manchen. Das hast du bei manchen teuren Dingen nicht. So, alles klar. Also, das ist auch nochmal ein Chromschutz. Ich flippe wirklich total aus. Dann haben wir hier einmal die Saugdüse, den Saugapparat, Apparello. Den schraubt man hier auf. Da muss ich erst den Filter reinmachen. Der Filter kommt. Ach, guck mal hier. Da ist wirklich. Ist das hier auch ein Schutz? Nee, da. Oh, das ist mal lieber dran, Schatz. Nee, das muss so sein. Nee, das muss so. Der muss hier so. Wo? Zeig mir mal den Filter. Der Filter, der müsste jetzt in die Kamera rein. Alles klar. Ich muss auch einmal gucken, Freunde. Genau. Der Filter, der kommt hier rein. Das stoppt er dann automatisch. Kann man jetzt hier ganz gut sehen. Alles klar. Zack. Das hier ist der Halter. Und dann setzen wir den hier auf. Dafür hat das Ding hier auch kleine Rastnasen. Zack. Da sind einmal die kleinen Rastnasen. Genauso wie hier, wo man den dann einführen kann. Kann man, glaube ich, erkennen, ne? Alles klar. Wir setzen den dann jetzt hier auf die Rastnase ein. Rechts und links. Zack. Oh, das sitzt schon sehr stramm. Und können den dann, zack, einmal verriegeln. Alles klar. Und dann? Jawohl. Also, er macht schon. Hier hinten ist ein Ausgebläse. Das ist schon sehr angenehm. Das Plättchen da vorne. Ach so, da ist noch ein Plättchen. Ja, das ist aber Absicht. Genau. Die Bella sagt gerade, hier vorne ist noch ein kleines Plättchen. Aber dieses Plättchen sorgt logischerweise dafür, wenn hier was angesaugt wird, dann geht das hier in den Becher rein. Das heißt, das Plättchen geht hier zurück. Der Staub kommt rein. Aber das Plättchen geht dann wieder vor, dass euch hier nicht alles rausfällt. Das ist also auch wunderbar durchdacht. Aha. Ah, okay. Weil das hier nirgendwo zu sehen ist, deswegen hat mich das jetzt gewundert. Nee, aber das kenne ich von anderen Geräten. Ja. Also wie gesagt, das ist gut durchdacht. Da haben wir diesen Stopper, dass nichts reinfällt. Wir haben jetzt hier unser Verlängerungsröhrchen. Das geht exakt hier vorne bis zu dem kleinen Plastikplättchen. Damit, wenn wir den anmachen, der sich öffnet, kann man sehen, oder? Zack, der wird dann nach hinten eingesaugt, dass der ganze Schmutz hier rein kann. Und dann können wir natürlich einmal mit dem Röhrchen in der Ausführung. Oder wir haben natürlich hier noch die kleine Bürste mit dabei. Wo es sich natürlich auch hervorragend eignet, wenn man den hier ansteckt, dass man damit seine Computertastatur oder wie auch immer sauber machen kann. Und hiermit dann Hackengas gibt. Bedeutet, will ich irgendwas aufsaugen, was keine Borsten braucht, dann nehme ich das einfach ab. Und dafür haben wir was vorbereitet. Wie ihr hier schon sehen könnt, haben wir jetzt drei verschiedene Sachen zum Aufsaugen, um zu gucken, wie gut das Ding funktioniert. Und zwar haben wir einmal Zucker. Wir haben einmal ein bisschen Papierschnipsel und wir haben einmal ein bisschen Kuchen. So, als erstes nehmen wir uns natürlich die Papierschnipselchen. Zack, das war schon mal kein Problem. Kann man hier drin sehen, wie schön das am Arbeiten ist? Alles klar, also Papierschnipsel kein Problem. Die kleine Platte setzt sich wieder ganz geschmeidig nach vorne und verschließt damit die ganze Geschichte, dass uns hier nichts rausfällt. Kommen wir als nächstes zum Zucker. Egal wo, ob auf dem Teppich zu Hause oder auch im Auto, haben wir jetzt irgendwie was verkleckert und wollen mal gucken, ob das funktioniert. Ab geht die Maus. Also, und auch hier, der Deckel setzt sich wieder und mir fällt hier einfach nichts raus. Ihr könnt hier wunderbar sehen, alles sitzt auf dem Deckel, ist großartig. Super, also die Saugleistung ist bis jetzt klasse. Jetzt gucken wir uns mal einen Endgegner an und zwar haben wir hier ein bisschen Kuchen verkleckselt. Ist richtig. Ich meine, gut, das Stückchen hier ist ein bisschen groß, das ist ein bisschen unfair aufgrund des Deckels. Trotzdem gucken wir mal, wie das funktioniert. Wenn ich zum Beispiel im Auto jetzt zwischen dem Sitz runtergehen würde, dann könnte ich das Kleine ja hier auch verknackseln. So. Und auch hier sehen wir wieder. Mann, ist das eine Power. Guckt ihr das an? Da ist die ganze Schitte drin. Ausmachen und der Deckel legt sich wieder. Freunde, ganz wichtig ist, dass ihr das Gerät ausschaltet. Erst dann lässt sich der Deckel natürlich wieder runter, weil die Saugleistung nachlässt. Und dadurch bleibt alles hier drin. Und wie ihr sehen könnt, guck mal hier, da fällt nichts runter. Bombastisch.
Leck mich am Arsch. Also ohne Scheiß. Ich würde sagen, gerade was den Kuchen betrifft, ne? Der ist ja klebrig und matschig und hin und her. Also der war auch ganz frisch. Zeigt ihr uns wirklich am besten, dass hier alles perfekt in der Trommel drin bleibt. Wie ihr gerade eben in dem Video gesehen habt, ist eins nur wirklich ganz wichtig und das möchte ich nochmal wiederholen. Ihr müsst das Ding wieder ausschalten, damit sich logischerweise der kleine Deckel von der Sogwirkung löst, wieder runtersetzt. Ne? Ich zeige euch das hier nochmal. Zack, der Deckel geht nach vorne wegen der Saugleistung. Alles, was ihr da macht, auch jetzt hier, fällt nichts raus, weil das ja hier drin rotiert. Jetzt machen wir den aus und genau dann, da legt sich der Deckel wieder hin. Die Saugleistung lässt nach, verschließt damit und es fällt nichts raus. Ich bin total begeistert. Autosaugen zu Hause, super, mega. Auch für hier auf dem Teppich. So, eigentlich wollten wir ja runter ins Auto gehen, aber wir haben uns gerade gedacht, welcher Endgegner ist denn größer als ein Teppich voll Futzels? Und jetzt pass mal auf. Kann man das sehen, ne? Also der nimmt alles auf, wie man sehen kann, ne? Das funktioniert nach wie vor hervorragend. Ja. Ich habe voll Spaß. Ja, wie geil ist das denn? Also wirklich super. Also das Ding hier kriegt von mir jetzt schon eine 10 von 10. Mega. Ja, ist auch. Also wirklich geil. Ja, ist echt schön. Probiert dann auch mal. Also meine, ich bin wirklich baff. Jetzt ernsthaft, als wir das Ding bestellt haben, sind wir hundertprozentig davon überzeugt gewesen, dass das eines der Artikel wieder sein wird, was so ein China-Gadget ist, sagen wir mal, ne? Die vielversprechend am Ende nicht funktionieren. Bin hier definitiv eines Besseren belehrt worden. Das Ding ist erste Sahne. Ast rein. Alles klar. Teddy, wir machen weiter mit dem nächsten Paket. Teddy, 1, 2, 3. Jawohl. So, vorsichtig sei. Wir wissen ja nicht, was da drin ist, ne? Jetzt hat sie kurz Angst gekriegt. Ja. Alles klar. Wer ja. Darf wieder öffnen? Der Rob hat seinen Verstand immer mit dabei. Sieht immer so aus, ist aber so. Alles klar. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Teddy, ne? Weißt du nicht, da kann ja mal alles Mögliche drin sein und dann mache ich das kaputt und dann hängt hier der Haussegen schief. Will keiner haben. Will keiner haben. Oh, was ist das denn? Das sind meine Armbänder. Ah, jetzt weiß ich wieder. Das sind ihre Armbänder. Das sind meine Armbänder. Guck mal hier, das ist auch schon wieder, also wirklich, jetzt man muss nicht wirklich mega. Sagen. Also das ist echt. Leute, die Bella hat von ihrem Papa ein Nürchen gekriegt, wo ein Lederarmband dran ist. Und jetzt wollte sie gerne, dass da ein Stahlarmband dran ist. Ja. Und weil da, wie gesagt, dieses Lederarmband dran ist, hat Bella gesagt, die Uhr ist der Knaller, ich will aber ein Stahlband dran haben. Jeder, der mal ein Stahlarmband nachgekauft hat, weiß ganz genau, da wollen die richtig Schotter für haben. Also haben die gesagt, gucken wir selbstverständlich bei, richtig, Temu. Und gerade in dem Moment passt es natürlich perfekt, denn die beiden waren ebenfalls in der Auswahl mit dabei. Die sind eingepackt wie erste Sahne. Da bin ich schon wieder Nachbarslumpi. Das Ding hier ist eingeschweißt. Kann man das sehen? Vakuum. Das Ding ist vakuumiert eingeschweißt. Das sitzt hier astrein. Also ist klar, das ist wieder. Manchmal macht der Rob auch Blödsinn. Also Fakt ist, das sitzt steif hier drin. Das sitzt wirklich steif und gut hier drin, ist schön eingeschweißt und ist sogar mit einem Anreißzipper. Nämlich hier oben, ganz genau. Was bedeutet, hier können wir das Ding direkt aufreißen und dann die Uhr. Und jetzt kommen wir zum zweiten Highlight. Kriegt das so? Ja, zack, alles klar. Kommen wir zum zweiten Highlight. Obwohl er vakuumiert ist, ist es selbstverständlich auch nochmal, wie man das eigentlich gewohnt ist von guten Armbändern, komplett eingepackt in Frischhaltefolie. Richtig. Und dazu gibt es auch nochmal 3 Pins. 3 Pins, Freunde. Wir brauchen 2 Stück, um die Uhr anzuschließen, aber es sind tatsächlich 3 mit dabei für den Fall, dass mal einer kaputt geht. Mega. Dann haben wir hier Armband Nummer 1 in Schwarz. Überall ist hier wieder Schutzfolie drauf. Zack. Super. So haben wir es. Kann man die Optik sehen? Ist bei Schwarz natürlich immer ein bisschen schwierig, aber es glänzt wie Sau. Zack, da haben wir die Schließe. Super, rastet mega gut ein. Wie gesagt, die Optik sehen wir hier. Ich pack's euch noch einmal aus. Ich weiß, das ist immer so ein Gefrippel. Das ist immer das Ding. Da ist immer so ein wahnsinniges Gefrippel. Soll ich frippeln? Ja, warte, ich hole mir mal eben mein Messerchen. Wir machen das Ganze natürlich von der Unterseite, damit wir keinen Ärger kriegen. Zack, immer schön aufpassen. Zack. Alles klar, immer schön aufpassen, richtig. Da brauchen wir ja nicht ganz auspacken, weil eine Seite reicht ja dann. Und dann sehen wir hier, da hängt noch eine kleine Ecke dran. So, dann sehen wir hier Armbandvariante Nummer 1. Die schimmert wirklich bombastisch. Sieht alles toll aus. Da sind die Seiten auch in Hochglanz oder beziehungsweise die sind poliert. Wirklich schön. Angezeigt sind wieder 3 Glieder mit Pfeil, wo wir das Ganze rausnehmen können.
Und geprägt ist das Ding dann hier nur noch einmal mit Stainless Steel. Kann man das sehen? Also Armband Nummer 1. Dann haben wir hier Armband Nummer 2. Okay. Armband Nummer 2 ist angelegt, ich sag mal, an diesem Breitling. Erkennt ihr? Ja, ist so ein bisschen wie Breitling. Wir gucken jetzt mal hier. Auch hier ist natürlich wieder Schutzfolie oben auf dem Deckel drauf. Da, zack, Nummer 1. So, dann haben wir hier die zweite Optik. Und das ist ja wohl wirklich mal eine schöne Sache. Für den Preis super, Qualität absolut ausreichend. Schließe, habt ihr das gehört? Also die schließt bombastisch. Das Ganze ist hier mit einer Dornenschließe. Da ist der kleine Pin, ganz genau. Und bam, das Ding rastet wirklich hervorragend ein. Großartig. Und für alle, die kein Werkzeug haben, so wie wir in dem Video schon mal gesagt haben, gibt es auch noch direkt jeweils ein Werkzeugbesteck mit dabei. Dann ist ja der kleine Spicker, der ja dann in dem Armband eingeführt wird. Und dann sind ja hier die beiden Drücker, die dann im Armband rein müssen. Und ihr könnt dann halt mit dem Werkzeug, genau, könnt ihr dann da hingehen, den zurückziehen. Seht ihr, wann das? Ja, ne? Zurückziehen, einführen, loslassen und dann ist das Ding fest. Und da die beiden Geschichten ebenfalls mit dabei sind, genauso wie der Ersatzpin, falls mal einer verloren oder verbogen geht, finde ich auch großartig. Preis blenden wir euch hier wieder ein. Mega. Sagt uns mal, ob ihr das auch schon mal bestellt habt, wie lange das gehalten hat. Ich habe schon ein paar Uhren da bestellt, auch bei AliExpress damals. Und ich habe eine Uhr, die ist 8 Jahre alt und die erfreut sich jedes Mal nach jedem Batteriewechsel alle 2 Jahre immer noch darüber, wenn ich sie trage. Also von daher kann ich sagen, die Dinge halten. Super. Echt eine schöne Sache. Freue mich sehr. Ich platz wieder. Toll. Toll. Wirklich toll. Tada! 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 Da wir eine Käse-Traum-Spickerplatte machen, habe ich mir überlegt, ich wird jetzt eine Rainbow-Platte. Ich bestelle mir mal ein paar Spicker, ja, weil ich die ganz süß finde. Auf jeden Fall, die sind total süß. Nein, die sind super. Die sind sogar doppelt eingepackt, also, ne? Man soll nicht meinen, dass die irgendwie doof wären. Alles klar. Was haben wir hier? Da ist schon eine Kugel weg. Was? Da ist schon eine Kugel weg, da muss ich gleich mal gucken. Also, okay, wir haben hier einen Schaschlikspieß, wo eine Kugel rübergestülpt. Nein, die ist leicht. Okay. Die ist leicht angekippt. Freunde, genau. Also, ich nehme jetzt hier schon die zweite Kugel wieder ab. Ich muss euch direkt sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Bella hat sich sehr gefreut. Guckt euch das mal an hier. Die erste Kugel da ist schon raus. Dann ist also ein Holz-Schaschlikspieß. Und die Kugel hier, auf Wiedersehen. Und die hier, wo die ist jetzt ein bisschen fester. Ja. Und da habe ich sie auch los. Also ich muss hier überhaupt gar nichts Feste machen. Die Bella kann das gerne mal selber ausprobieren, sonst schimpft sie gleich wieder und sagt, du hast das zu dolle gemacht. Nein. Nee, der ist aber fest. Okay. Die ist echt... Also wie dem auch sein ja, soll. Ja, muss man mal gucken. Ich weiß vielleicht jetzt gerade nicht, was das gekostet hat. Wir blenden euch den Preis nochmal ein. Weiß ich noch nicht. Wer da Spaß dran hat, sag ich mal, und überall nochmal mit der Heißklebepistole dran geht, der kann das natürlich machen. Ich weiß nicht, was Bella jetzt vorhat. Ich empfehle euch die nicht, weil zu sowas hätte ich keinen Bock. Klar sehen die hier ganz süß aus. Wir haben hier einmal weiß mit rosa. Wir haben hier einmal lila mit rosa. Hier haben wir auch nochmal so ein bisschen blau, rosa, lila etc. Klar sehen die schön aus. Von Bella ein schöner Gedanke, dass die Spicker einfach ein bisschen anders aussehen. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Hier Käsespicker mit Traube. Genau. Aber wenn ich hier im Grunde genommen, da habe ich auch schon wieder ein Ding direkt in der Hand. Also der hier ist jetzt auch wieder ein bisschen fester. Der hier ist auch was fester, aber den habt ihr gesehen. Ne? Ich musste hier nicht zittern. Der war sofort wieder ab. Und wenn ich dann, wie gesagt, alle hier nachkontrollieren und nachkleben muss, macht mir das keine Freude. Nee. Da müsst ihr dann selber entscheiden. Also die empfehle ich euch nicht. Nee. Den Preis, wie gesagt, blenden wir euch hier nochmal ein, aber da gibt es keine Empfehlung für. Nee, das war nichts. Schade. Dann... Zacka! Zacka, habe ich mir überlegt. Denn wir haben auch noch ein paar Servierten. Oh ja. Achso, du hast ja ein Messerchen, genau. Braucht man ein paar Servietten und ich habe mir gedacht, ich nehme mal eine kleinere Variation als diese größeren Servietten und da sind, meine ich, 100 Stück drin. Ich mag diese kleinen Servietten sowieso lieber. Ja, die sind halt süß, die sind handlich, die kann man so, ne? Kommt halt immer drauf an, ne? Was man machen möchte, aber ja. Ich sag mal, diese kleinen Servietten, die kenne ich jetzt auch erst noch nicht so lange. Ich habe da eine Menge Spaß dran. Wir hatten die Weihnachtsaufgabe. Wir haben die letztes Jahr haben wir damit angefangen. Erste Mal, ne? Genau, guck doch mal, das ist doch süß. Also wenn du jetzt nicht wirklich wie im Restaurant, sag ich mal, dir Suppe, Hummer, Krabben und Vor-Nachspeise alles vom Gesicht wischen musst,
dann ist das doch eine süße Sache. Mal abgesehen davon, wie gesagt, dass das jetzt hier wieder ein super schöner Aufdruck ist, ne? Klar ist der jetzt hier wieder Gold, also für die, die das andere Video gesehen haben, ist richtig, unser Kicker ist eigentlich lila, aber du kannst halt nicht alles in lila kriegen. Und das ist ja wohl sehr edel, Mr. und Mrs., richtig? Das ist doch schön. Und damit ihr einmal nur gesehen habt hier, ne, ist natürlich viermal so groß wie im zusammengefalteten, aber für alle, die die Größe einmal ganz wissen wollen, wir haben von hinten dann weiß, wir haben von hier dann schwarz und wir haben einmal den Print. Also, schöne Sache, Menge war hier, weißt du das? 100! Preis kommt genau hier. Mega. Weg damit und weiter geht's. Okay, noch weiter. Noch weiter geht's. Warte. Nein. Doch, Tada. Dafür ja. Achso, ja, dafür. Ist richtig. Was ist das denn? Was? Harry Potters Bibel. Habe ich mir auch überlegt. Ich hätte gerne schön zu unserer Hochzeit, dass man... Ne, alle Gäste sich irgendwo eintragen können oder irgendwas Süßes schreiben können. Ein Gästebuch, Teddy. Ein Gästebuch, genau. Und da ist alles nicht so standardmäßig sein soll, habe ich mir überlegt. Gib mir mal her, ich zeige das eben einmal ganz kurz aus der Nähe. Also ihr habt ja gerade gesehen, die Bella hat das hier so schön umwickelt. Ne? Und hier so ein kleines Herzchen. Da war das dann einmal so umschlagen, dass das Ganze schließt. Hier gehen wir jetzt einmal wieder zurück. Also habt ihr hier mal ein Stückchen zurück. So, ne? Also hier kann man das hier einmal so rumbinden. Und dann ist das so richtig schön. Wir haben hier unten kleine Ornamente. Zack. Genauso hier oben. Ja, sieht schön aus. Oder ein Kantenschutz kann man auch sein. Das gleiche passiert auch hier nochmal innen drin. Wir haben hier so an den Bömmels. Ist auch sehr schön. Zack. Ein paar Ornamente. Dann kann man das hier, wie gesagt, aufmachen. Zack. Wenn man jetzt hier aufschlägt, sehen wir hier auch nochmal. Da sind auch nochmal die schönen Ornamente. Und dann haben wir von innen... eine komplett schön aussehende, also wie Lederoptik. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sieht. Also ist natürlich Kunstleder. Aber stand drin, Lederoptik. Ja, Lederoptik. Also es stinkt aber auch nicht. Es stinkt nicht. Im Gegenteil, es riecht nach Textil, sag ich mal. Also es stinkt nicht, was immer wieder schön ist. Ne? Wenn wir irgendwie was haben, was nicht stinkt, ist das immer super. Das Ding stinkt kein bisschen. Hier ist übrigens die Rückseite. Hier ist auch schön vernietet, oben, unten. Und ansonsten haben wir... in Bellas Version jetzt hier schwarzen Karton, wo man dann schön mit einem weißen Edding, mit einem goldenen Edding, mit jedem Edding, den man so kennt, da reinschreiben kann und was Schönes hinterlassen. Da gibt es ja diese schönen Metallic Eddings etc., die kriegst du auch in Lila, Pink, in verschiedenen Farben. Die werden wir uns auch nochmal besorgen. Wir haben jetzt nur weiß und Gold besorgt, genau. Und da kann man dann schön rumkrickeln. Die bunten wollten wir, glaube ich, aber auch noch haben, ne? Damit die Gäste sich richtig schön kreativ daran auslassen können. Wunderschönes Buch. Preis blenden wir hier jetzt wieder ein. Irgendwo. Bin mir gar nicht sicher, wo Platz ist. Tolle Sache. Gefällt mir gut. Harry Potter Bibel, Teddy. Hast du was vergessen? Nein, ich wollte es mir hier vorne hinlegen. Sie wollte es da vorne hinlegen. Sie vertraut Teddy nicht. Ja, Teddy, der beißt da hinterher rein und dann... Teddy. Ha! Nächste! Dank 2-1! Was ist das denn? Was ist das denn? Die Bänder weg. Haben wir auch noch nicht gehabt, ne? Ein Klapppaket. Großartig. Okay, ich leg's mal hin. Ja, besser ist. Und besser ist. Toll, weil wir wissen nicht, was passiert. Holen wir unser super Victorinox-Klonmesser raus. Übrigens, Freunde, also wie gesagt, ne, habe ich ja im anderen Video gesehen. Wer das Video nicht gesehen hat, schaut sich das nochmal an. Für so zum Spaß ist das wirklich Bombe. Ich mache da mittlerweile alles mit. Muss ich wirklich sagen. Für gerade Pakete öffnen ist die Klinge mega. Achso, da ist ja Bellas Ding. Ja, da guckst du, ne? Ja, da guckst du, ne? Da ist nicht nur Zeugs für die Frauen drin. Hier gibt's auch die Männers. Hier gibt's auch die Männers, die ein bisschen was hier und so weiter. Ne, Freunde, ich habe euch alle gedacht, alle Kommentare werden immer gelesen, alles wird beantwortet, wisst ganz genau. Und alles, was ihr uns dann reinschreibt, versuche ich zu besorgen. Ist auch was für Frauen drin. Da kommt drauf an. Manchmal. Ne? Ja, was haben wir denn hier? Wir haben eine Tastatur. Und zwar, Freunde. Eine Rainbow-Tastatur. Ja, genau, das ist eine Rainbow-Tastatur. Die K500. Und Freunde, die ist mechanisch. Das ist die Mechanical 500 mit 7 Color Backlight. Freunde, genau. Ich habe mir ganz viele, die wollen immer aufschneiden. Ich habe mir ganz viele Videos angesehen von ganz vielen YouTubern und von ganz vielen, unter anderem Fortnite-Spielern, die ja wirklich ein perfektes Game... Zeugs, Gedöne brauchen, damit die vernünftig spielen können. Alle haben gesagt, eine mechanische Tastatur von dem Preis. Kann nichts sein. Naja, ihr könnt euch die ganzen Videos angucken, die waren alle anderer Meinung. Und zwar sollen diese mechanischen Tastaturen, nicht alle, aber einige wenige, viele, wie auch immer, kommt halt drauf an, wie man das sieht, bombastisch sein. Wir haben, wie gesagt, hier die Bilder schon gezeigt, da kann man ganz gut sehen. Mechanische Tastatur mit Backlight. Hotkeys und was weiß der Geier alles.
So, ich habe die Tastatur jetzt eingesteckt bei mir im PC. Da ist sie. Dann geht hier schon direkt ein Lichtlein an. Und dann haben wir hier eine Taste. Zack, da können wir drauf drücken. Und zwar genau diese. Genau. Zack. Und dann erstrahlt hier unsere Tastatur im leuchtenden Gewand. Und das sieht wirklich super aus. Also wie gesagt, die sieht super aus. Alles klar, schauen wir uns das ganze Ding nochmal hier vorne an. So, da haben wir die Tastatur, Freunde. Achtung, und da geht's los. Hier oben ist selbstverständlich noch ein kleiner Aufkleber drauf, so ein kleiner Nupi zum Schutz. Hier haben wir dann die Tastatur. Bella hat gerade schon gesagt, die fühlt sich aber toll an. Aber wenn eine Frau schon sagt, dass die sich toll anfühlt, ne? Dann können wir jetzt hier einmal einen abnehmen. Und da sehen wir den kleinen Klicker. So sieht das Ding von innen aus. Zack. Da sind jetzt nicht diese... Oh, jetzt haben wir falsch gemacht. Muss einmal so rum. Da sind jetzt nicht diese Klicker drin, wie man die normalerweise kennt. Hört man das von dem Geräusch? Ist also wirklich sehr leise. Für die, die es interessiert, hier oben ist übrigens noch eine Leuchte. Und die ist für den Caps Lock. Ihr habt also auch eine Anzeige für den Caps Lock. Ja, eine Kontrollleuchte, die hast du ja auch nicht jedes Mal, ne? Bei manchen Dingern hast du kein, da schreibst du irgendwie was Komisches und weißt überhaupt gar nicht wieso. Hier hat die also auch ihre eigene Funktionslampe. Und was sagst du? Ich finde die mega, ich mag eh Regenbogenfarben. Also wirklich super geil. Man muss mal ganz ehrlich sagen, der ein oder andere, der vielleicht schon mal eine günstige oder China-Tastatur, ich will dabei noch mal ganz kurz anmerken, wir brauchen nicht mehr erwähnen, dass das sowieso alles da drüben produziert wird, richtig. So, aber wir müssen unterscheiden zwischen China-Schrott und geiler Scheiß. Das Ding hier gehört definitiv zu geilem Scheiß. Habt ihr die LED-Beleuchtung gesehen? Mal ohne Witz. Geil. Du hast hier tatsächlich nicht nur wie bei den meisten anderen ein Blau, ein Rot und ein Gelb, wo sich die Farben dann mischen müssen. Nein, du hast hier tatsächlich dieses ganze Rasterbild komplett durchlaufen. Die Tastatur leuchtet in einem wunderschönen Ton. Du kannst alle Tasten wunderbar sehen, wie Bella schon gesagt hat. Das fasst sich fantastisch an. Auch das Tastatur arbeiten funktioniert hervorragend. Ich habe euch das jetzt nur nicht aufgenommen, weil ich finde, das ist immer sinnbefreit, wisst ihr? Also entweder filme ich mich dabei, wie ich da drauf klöppel auf dem Bildschirm, da kannst du nicht sehen, was ich hier mache, oder ich filme den Bildschirm, so weiß ich, ob ich die Tastatur benutze. Also, entweder vertraut ihr uns oder nicht. Ich kann nur sagen, die Tastatur kann ich empfehlen. Fühlt sich wunderbar an, lässt sich wunderbar damit schreiben. Ich habe euch auch gezeigt, dass der Caps Lock hier oben angezeigt wird, ob der aktiviert ist oder nicht. Das ist wirklich super. Klar, nochmal an alle Gamer und so weiter, du kannst hier die Klicker nicht tauschen. Es gibt auch Tastaturen, ich suche euch nochmal eine raus, verlinke ich euch unter der Tastatur, wo ihr die finden werdet, wo du die auch tauschen kannst. Bei der kannst du das nicht, die ist so fertig eingestellt, funktioniert hervorragend, hat Spaß gemacht, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Die Tastatur kann ich definitiv empfehlen und die wird bei mir jetzt auch angebaut, ist richtig. Weiter geht's zum nächsten Produkt. Weiter geht's! Okay! Wir haben eine neue Tastatur. Hast du jetzt auch mehr Spaß am Computer zu arbeiten, oder? Ja, jetzt hast du auch mehr Spaß am Computer zu arbeiten. Rainbow. Das ist leer? Das ist leer. Das ist leer. Aber wir haben noch mehr. Oh mein Gott. Das musst du auch machen. Ich brauche ein Messerchen. Ich brauche ein Messerchen. Zugeklebt. Hat sie, nicht, Fazzi, Fazzi, noch eins? Was das sein könnte? Nein, ich weiß, was das ist. Du weißt, was das ist? Ich weiß, was das ist. Willst du? Nee, mach ruhig, du bist ja schon dabei. Ich soll machen? Ja. Okay, ich sehe nochmal hier. Du darfst auch machen. So, Freunde, wisst ihr, was richtig schön ist? Genau. Richtig schön ist, wenn man eben wie mit der Tastatur nicht nur vom Computer, der Playstation, der Xbox oder der Switch hängt. Nein. Ah. Richtig schön ist auch, wenn man mal wieder, und damit meine ich auch die Kleinen unter euch, richtig. Wenn man mal wieder ein bisschen zockt, richtig. Und zwar, so wie die Alten früher, nämlich wir. Ich habe hier ein Spiel gefunden, das gab es damals auch bei Schlag den Rab. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir haben hier zwei Gummizüge, eins, zwei, und wir haben natürlich zwei Mannschaften, zwei Steinchen. So, wir haben hier das Football-Set. Und zwar sehen wir hier, genau, das eine Feld, das andere Feld. Hier positionieren sich die Steine und da ist ein Tor, wo man reinschießen muss. Genau, zack, da. Wir haben hier verschiedene Linien und hier wird das Gummiband jeweils eingespannt. Und das machen wir jetzt mal. Ja. Dazu, muss ich mal ganz kurz zeigen, hier am Gummiband ist so ein T-Stück, kann man das sehen? Zack, genau, da ist so ein T-Stück. Das heißt, wir schieben das einmal von innen hier durch, da. Klar, von innen durch. Und hier
an dem T-Stück, ziehen wir das dann raus, zack, und dann bleibt der hier wie so ein Enterhaken hängen. Das Ganze machen wir jetzt einmal logischerweise auf allen Seiten. Und wir haben hier unsere B-Seite, ist richtig. Dann gehen wir rüber auf der anderen Seite, machen dann auch nochmal, zack. Das ist dann die A-Seite. Das ist die A-Seite, genau. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut, als ich beim Rumschauen da das alte Schlag den Raab, Stefan Raab Spiel gesehen habe. Die haben das nur ein bisschen größer gehabt. Okay, Freunde, also wie gesagt, am Anfang kann man die Spielsteine aufstellen, wie man möchte. Man kann sich dann natürlich völlig austoben, hat am Ende des, also wenn man startet, dann aber keine Bewandtnis mehr, weil man muss ja, wie gesagt, so schnell wie möglich versuchen, seine Figur auf der anderen Seite durch das kleine Tor durchzufitschen. So, zack. Und man kann natürlich, die Bella kommt gar nicht erst dazu, ist richtig. So, man kann natürlich dann, habt ihr gesehen, das ist auch lustig, da muss man dann aufpassen. Seht ihr, wenn ich jetzt hier frontal schieße, dann knallt, habt ihr gesagt, gesehen, der knallt hin, zurück. Und genau das ist das, was ich hier vorhin meinte mit dem Pünktchen. Man muss dann manchmal hier versuchen, vielleicht, etwas schräger da durchzuschießen, weil, wenn der gerade geht, dann flipst der hin und her zurück. Sinn des Spiels ist, wie gesagt, seine Farbe auf der gegnerischen Seite zu haben und dann hat man gewonnen. Ich habe in anderen Videos auch gesehen, es gibt da noch eine weitere Variante und zwar, wenn man richtig krass sein will, dann spielt man natürlich so, dass das ganze Feld leer ist. Was natürlich bedeutet, dass der Gegner gar nicht mehr schafft, einen auf der eigenen Spielseite zu haben. Und wenn man dann alle weg hat, hat man auch gewonnen. Selbstverständlich fängt man erstmal mit der normalen Variante an. Was bedeutet, man haut seine erste Farbe rüber ins andere Feld und sobald das geschafft ist, hat man gewonnen. Das können wir wirklich nur empfehlen. Preis, wie gesagt, blenden wir unten ein. Wer das Ganze schneller haben will, zu Amazon findet ihr allerdings wieder unten in der Videobeschreibung. Ich werde eine Menge Spaß haben. Ja. Großartig. Ich freue mich sehr. Retro-Spiele, Freunde, ist genau das, was wir mal wieder brauchen. Man muss mit der Familie und den Freunden mal wieder ein bisschen zusammenrücken. Ganz genau. Ja. Konsolen ist ja alles geil, mache ich ja auch mal gerne. Aber wisst ihr, so richtig schöne alte Brettspiele ist doch auch eine geile Sache. Ja. Schön Glas Limo daneben oder für die Erwachsenen ein Bierchen, ein Weinchen, wie auch immer. Und einfach mal einen schönen Spielabend machen. Ernsthaft, ich meine das wirklich ernst. Kuss geht raus an alle, die noch Brettspiele spielen. Und auch wir fangen damit wieder vermehrt an. Wird großartig. Und da gehen wir bald auch mal wieder live. Ganz genau. Haben wir auch schon wieder ein paar Mal. Ja, richtig. Also für die, die mal wieder Bock haben auf so einen Live-Spieleabend, schreibt uns mal bitte runter in die Kommentare. Würde uns wirklich sehr interessieren und auch freuen, wenn euch das unterhält und gefällt. In diesem Sinne, schon mal jetzt hier ein Däumchen anlassen, Kanal abonnieren. Hier geht's weiter mit jede Menge Videos und auch Livestreams. Denn jetzt gehen wir richtig durch die Decke. Richtig durch die Decke. Und deswegen haut der Teddy jetzt das nächste Paket raus, damit ich auch weitergehe. Teddy, richtig. Teddy, da muss ich arbeiten. Da darf ich mit meinem Rückenleiden gar nichts machen. Teddy, du musst mir helfen. Alles klar, kommst du nicht. Jetzt muss auch Schmur, alles klar. Freunde, das ist mit Abstand. Das dickste, größte, schwerste Paket, was wir jemals erhalten haben. Selbst der Postbote hat gesagt, Robby, wenn du mit die Scheiße nicht aufhörst, beliefer ich dich nicht mehr. Also das Ding hier finde ich wirklich, ohne Quatsch jetzt, Freunde. Das, also hier haben die echt was reingepackt. So schwer ist noch nie ein Paket gewesen. Ihr könnt mir gerne mal unter in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon so eine Masse an Produkten hattet und ob ihr auch schon so ein schweres Paket gekriegt habt oder die das sonst immer, wie wir gerade auch gesehen haben, in ihre kleinere Specs abpacken. Also das Ding hier ist wirklich schwer. Muss ich wirklich sagen, ich würde hier locker schätzen, das Ding wie ich locker 8 Kilo, wenn nicht sogar 9. Hier schreibt natürlich keiner was drauf, wie schwer das ist. Ach doch, da steht es. Habe ich gut geschätzt? 3,755 Kilo. Alles klar. So, wir schneiden das Ding auf. Vielleicht sind das China-Kilo. Das sind China-Kilos, ganz genau. Kann ja gar nicht sein. Aber wirklich schwer, würde ich sagen. So, jetzt nehmen wir mal nicht die kleine Klinge, jetzt nehmen wir mal die große Klinge. Ich schätze mich echt gut. Teddy, hast mir falsche Backmaße gesagt, so. Lümmel. Zack, alles klar, Freunde. Hier sind so tolle Sachen drin. Also wie gesagt, das ist das dickste Paket, was wir jemals erhalten haben. Weil wir aber schon die Zeit langsam erreicht haben und dafür den einen oder anderen zu langweilig wird, haben wir uns überlegt, was da drin ist, Freunde. Ja, richtig. Das seht ihr im nächsten Video. Richtig. Deswegen, Kanal abonnieren, liken, in die Kommentare schreiben und sehr gespannt sein, was in diesem Riesenpaket sein wird. Das Ganze im nächsten kommenden Video, nächste Woche. Dankeschön bis hierhin zum Zusehen, zum Weiterschauen, zum Weitergeben, zum Weiterempfehlen. Schaut euch die ganzen Produkte an. Hat mir wirklich eine Menge Spaß gemacht. Der Sauger als erste Sahne, die Tastatur, ja. Gold und dieses wundervolle Gästebuch. Da freue ich mich auch wirklich sehr. Ich bin sehr gespannt, was die Gäste da reinschreiben werden. Wir werden, wie gesagt, die Eddings nochmal besorgen und auch danach nochmal zeigen, wie schön man auf dem ganzen Karton schreiben konnte. In diesem Sinne bedanken wir uns ab hier. Danke fürs Zusehen. Wie gesagt, ordentlich die Däumchen sprengen, Kommentare, alles rein, was nur geht, damit das Video an Reichweite gewinnt. Würde uns wirklich sehr freuen. Ja. Wir sagen Tschüss, Küsschen auf Stüsschen, bis zum nächsten Video, wenn es damit weitergeht. Sonst.
Nein, aber jetzt mal ich will endlich mit dir hier Fußball spielen. Sorry, ich bin so weit von abgezahlt. Also mit dem Jungen war es im Fußball bis jetzt immer fast besser. Aber nicht wirklich. Deswegen will ich das jetzt einmal ausprobieren. Ich meine, wir werden jetzt natürlich erstmal was essen. Ich könnte mit der Taschenlampe noch ein bisschen ärgern, weil da hat jede Menge Spaß dran. Das finde ich absolut geil. Und dann auch die Tastatur ist gerade auch gefordert. Ja, das schöne kann gar nicht sein. Das gibt ja die Leute. Gönn dir total. Aber deine komische Speaker-Scheiße hier schmeiße ich direkt in den Müll. Kannst du direkt in den Müll schmeißen? Da kann keiner gebrauchen.